Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir müssen reden. Also eigentlich rede ich, aber ihr dürft dann tippen. Also nur wenn ihr wollt. Müssen tun wir eigentlich nicht. Wollte ich mal was zu Ecosia erzählen. Das ist diese baumpflanzende Suchmaschine. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Ich habe jetzt wirklich lange, lange dieses Thema verfolgt und immer mal wieder geschaut, was finde ich denn da an Neuigkeiten? Gibt es da jetzt endlich mal einen Skandal, dass man sich da endlich mal drüber aufregen kann und das alles als Heuchlerei darstellen kann und so weiter und so weiter? Aber ich finde einfach keinen. Und ich habe nach viel, viel, viel Kritik im Netz gesucht und die Ecosia-Verschwörung habe ich auch nicht gefunden. Ne? Also die Typen, die in der Hohlerde wohnen, haben offensichtlich nicht Ecosia erfunden, eigenartig. Am Rand von der Scheibenerde ist auch nicht die Ecosia-Zentrale, sondern scheinbar in Berlin. Ich finde nicht mal Verschwörungstheorien. Irgendwie hat niemand Lust, denen böse Absichten zu unterstellen. Das Einzige, was man an Kritik gefunden hat, das ist aber wirklich jetzt auf Gemecker auf derartig hohem Niveau, dass es mir schon fast zu blöd ist, es hier wiederzugeben, mache ich aber trotzdem, weil nichts ist mir zu blöd. Als sie noch neu waren, haben sie ein bisschen zu unreflektiert behauptet oder hatten einen Zähler drin, der Quadratmeter Wald schützt. Also jedes Mal, wenn du auf diese Seite geguckt hast, lief da so ein Zähler. Ein Quadratmeter, noch ein Quadratmeter, noch ein Quadratmeter. Und wie sich jetzt genau die Einkünfte von Ecosia, die sie für den WWF spenden, auf geschützte Quadratmeter Regenwald umrechnen ließen, das war nicht wirklich transparent. Das hat so nicht funktioniert. Das war so ein bisschen, ich würde sagen, es geht in die Richtung Populärökologie. Das ist so ähnlich wie die Krombacher-Geschichte, wo du, wenn du einen Kasten Krombacher kaufst, einen Quadratmeter Regenwald rettest. Das war so auch nicht direkt übertragbar und deswegen haben die ja so auf den Deckel bekommen, weil man das so nicht sagen kann. Ne? Weil das nicht konkret nachweislich ist, dass das wirklich so funktioniert. Genauer habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber das war es auch schon. Das ist also jetzt die eine Sache, die man offiziell bisher an Ecosia auszusetzen hatte. So ein paar Dinge sind einem irgendwie nicht koscher und man glaubt irgendwie nicht so richtig, dass das funktioniert, weil die sind nach wie vor bloß eine GmbH. Die sind keine GmbH, also eine gemeinnützige GmbH. Sie sind kein NGO im klassischen Sinn, also keine Non-Governmental Organization. Sie sind auch kein nicht Gewinne erzielender Verein. Sie sitzen in Deutschland, im Grunde könnten sie all sowas sein. Nein, sie sind eine stinknormale GmbH. Ne? Und was hat eine GmbH? Na, normalerweise eine Gewinnerzielungsabsicht. Aber die sagen, okay, wir sind zwar eine GmbH, aber wir haben keine, beziehungsweise wir haben schon eine Gewinnerzielungsabsicht, aber unseren Gewinn inzwischen, da gab es mehrere Phasen jetzt in der Entstehungsgeschichte, seit 2010 sind die sehr aktiv, ich glaube 2009 oder 2008 wurden sie erfunden oder gegründet, ich glaube 2009 war es, aber seit der Entstehungsgeschichte, da gab es mal, wir spenden mindestens 80% von unseren Einnahmen ins Baumpflanzen oder in den Schutz der Natur, um es mal allgemeiner zu formulieren, war es glaube ich am Anfang und irgendwann war es dann, wir spenden maximal 80% oder bis zu 80%, weil sie dann irgendwie eine andere Rechnung hatten und inzwischen sagen sie, wir spenden all unsere Gewinne in Bäume pflanzen. Letzteres finde ich noch am transparentesten, muss ich sagen, weil so ein Gewinn, das lässt sich relativ einfach sagen, was ist denn ihr Gewinn? Gewinn ist das, was am Ende des Jahres übrig bleibt, nachdem alles, was bei ihnen irgendwie Geld gekostet hat, abgezogen ist. Ja, ganz einfach. Also sprich, die Putzfrau, der Förster, der sagt, welche Projekte denn bezuschusst werden, kommen wir gleich noch zu, der Chef, der Co-Chef oder die Co-Chefin, die PR-Tante, Entschuldigung, nicht böse gemeint, PR-Tante ist einfach so ein Begriff, den ich gerne verwende. Wir hatten damals, als ich in der Hochschulpolitik tätig war, hatten wir auch eine PR-Tante. War ein R. Hatte einen Bart. War trotzdem die PR-Tante. Also das ist wirklich nicht böse gemeint. Also was, ne? Kostet natürlich alles Geld und das Marketing vor allen Dingen und so weiter und so weiter. So, und am Endeffekt haben sie so und so viel Geld ausgegeben, hatten so und so viele Einnahmen. Das heißt, da ist dann so und so viel Kohle übrig. Was macht jetzt eine normale GmbH? Jetzt müssen wir jetzt wissen, wer sich da gar nicht auskennt, eine GmbH ist eine Kapitalgesellschaft, das ist sozusagen die Aktiengesellschaft für Arme.
Deswegen, weil die Grundeinlage bei einer GmbH nur lächerliche 25.000 Euro beträgt. Das ist ja jetzt in Anbetracht dessen, wovon wir hier sprechen, eigentlich wirklich nicht so viel Geld. Und bei einer Aktiengesellschaft sind es immerhin, sage und schreibe, 50.000 Euro ist in Anbetracht dessen, dass wir hier von Aktiengesellschaften sprechen, auch lächerlich wenig. Ja? Aber nur mal, um das gesagt zu haben. Und das sind Kapitalgesellschaften, das ist insofern wichtig, dass sie nicht mehr an eine Person gebunden sind, sondern eine eigene juristische Person auch darstellen und sich quasi selbst als Gesellschaft zum Beispiel gerichtlich vertreten lassen können. Ja, da muss schon natürlich irgendein Mensch hin und das tun, aber der Gründer einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft kann natürlich der Mehrheitseigner von dem Ding sein, aber meistens gehört eine GmbH, kann auch theoretisch nur einer einzigen Person alleine gehören, aber meistens gehört eine GmbH halt mehreren Personen. Person A hat 30%, Person B auch 30% und Person C hat halt 40% oder es sind halt noch mehr Personen, die was nur ganz, 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 ganz wenig davon haben, und wenn die einzelnen Personen wirklich nur ganz minimal wenig oder zumindest in der Theorie ganz minimal wenig davon haben, dann haben wir eine Aktiengesellschaft. Das heißt, jeder, der eine Aktie hat, hat, wenn die meinetwegen 10.000 Aktien ausgegeben haben, ein Zehntausendstel von Unternehmen und darf demzufolge ein Zehntausendstel vom Unternehmensgewinn am Ende des Geschäftsjahres sozusagen für sich einstreichen. Zumindest in der Theorie. So. Und bei der GmbH genauso, nur sind es halt vergleichsweise weniger Anteilseigner. Eine GmbH gründen macht dann Sinn. Ich habe das alles mal gelernt. Ich habe ja auch mal ein bisschen BWL im Studium gehabt. GmbH gründen macht das deswegen Sinn, auch für Privatpersonen, auch wenn man nicht so viel damit umsetzen möchte an Geld, also gar nicht so viele Millionen, sondern zum Beispiel ein Decker ist oder sowas, weil man nicht mit seinem Privatvermögen haftet. Das Unternehmen kann also pleite gehen, aber das wird dann nur aus dem Unternehmensvermögen quasi abgewickelt, wenn die GmbH Konkurs anmeldet. Du musst nicht als Gründer der GmbH noch mit deinem privaten Häuschen und deinem Auto und bist auch nicht verschuldet bis in alle Ewigkeit und kriegst niemals Rente und all sowas, passiert halt eben nicht. Wenn dein Unternehmen eine GmbH gewesen ist, war es eine Personengesellschaft, wie zum Beispiel ein eingetragener Kaufmann oder schlicht und ergreifend irgendjemand, der Einzelhandel Mann, Mensch macht halt irgendwie sowas, oder ein Angehöriger der freien Berufe, die haften jeweils auch mit ihrem Privatvermögen. Also sprich, wenn ein Journalist irgendeinen Quatsch erzählt und ist freier Journalist und dieser Quatsch verursacht unglaublich hohe Schäden, dann darf man ihn als Privatperson dafür quasi haftbar machen, theoretisch. Ne? Nur so als Beispiel. Und das ist halt bei der GmbH nicht so. Und damit wissen wir jetzt auch, mit was für einer Rechtsform wir es denn bei Ecosia zu tun haben. So, und dadurch, dass die in Berlin sitzen, sind sie halt die klassische deutsche GmbH, auch wenn sie noch so international tätig sind. Und das ist verdächtig, weil so eine GmbH ist halt normalerweise eben auf Gewinnerzielung ausgelegt und ein klassisches Instrument der freien Sozialen in Deutschland, aber die ja auch im Wesentlichen die freie Marktwirtschaft halt eben ist. So. Und es ist halt ein neuer Gedanke, das gab es bis eben vor ein paar Jahren oder sagen wir mal bis vor 10 Jahren noch nicht so, dass mal jemand auf die Idee gekommen ist, eben diese Instrumente der freien Marktwirtschaft, die Gewinnerzielung zur Bereicherung der Anteilseigner, darauf ausgelegt sind. Also man bezahlt natürlich seine Angestellten, die haben dann ihren persönlichen Gewinn sozusagen, und im Endeffekt, was darüber hinausgeht, was man dann an zusätzlichem Unternehmensgewinn erzielt, das kriegen diejenigen, die so und so viel Prozent vom Unternehmen besitzen. Gut, und das passiert bei Ecosia halt eben nicht. Derjenige, dem das Ding gehört hat, hat sich Lohn als Angestellter, gleichzeitiger Angestellter des Unternehmens, hat er sich selber quasi aus dem Unternehmen raus, also vom Unternehmen, er selber ist ja nicht das Unternehmen, sondern das Unternehmen ist eine eigene juristische Person, ne? Hat ihm ein gewisses Gehalt gezahlt, dafür, dass er sich da halt auch ums Management kümmert und so weiter und so fort, und allen anderen hat das Unternehmen auch ein gewisses Gehalt gezahlt oder Lohn oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich weiß immer nie, was Lohn und Gehalt der Unterschied ist. Scheißegal. Im Endeffekt bleibt ja ein Unternehmensgewinn übrig. So, und den kriegt jetzt halt eben nicht der Anteilseigner, sondern der komplette Gewinn, also zumindest aktuell, den nehmen sie und den stecken sie komplett in Aufforstungsprojekte weltweit. So.
Und deswegen ist jetzt quasi das Werbeversprechen von Ecosia, dass jedes Mal, wenn du da was googelst, Ecosiasiast oder so ähnlich, du anteilig einen Baum pflanzt. Durchschnittlich braucht es wohl so irgendwas zwischen 20 und 30 Suchanfragen und dann ist ein Baum gepflanzt. Es läuft auf der Hauptseite von Ecosia so ein lustiger Zähler, der gepflanzte Bäume hochrechnet. Und aktuell liegen wir, glaube ich, bei 1,2 Bäumen, nee, bei einem Baum pro 1,2 Sekunden. So irgendwie. Und je nachdem, jedes Mal, wenn da halt eine Suchanfrage tätigt, gibt es einen gewissen Durchschnittsbetrag, den Ecosia daran verdient. Das ist irgendwie 0,2, 0,3 Cent, irgendwie sowas um den Dreh. Das Ganze funktioniert natürlich so, dass, wie bei normalem Google auch, wenn man eine Suche startet, kommen ja dann erstmal so ein paar gesponserte Suchergebnisse, die ganz, ganz oben stehen. Und dafür zahlt schlicht und ergreifend derjenige, der ganz, ganz, ganz oben stehen möchte, dann einen Haufen Geld. Gibt es verschiedene Modelle in der Welt des Internets. Entweder zahlst du automatisch dafür, dass du ganz, ganz oben stehst und das ist dann vollkommen, und da zahlst du einen Fixbetrag für. Oder, ich weiß es nicht genau, wie das jetzt exakt immer individuell abläuft und je nach Suchmaschine könnte es da halt eben auch Unterschiede geben. Aber oder du musst dann was zahlen, wenn jemand auf dich draufklickt, auf deine Anzeige jetzt speziell, und du kommst umso weiter hoch, je mehr du pro Klick zu zahlen bereit bist. Also wenn du jetzt sagst, okay, setz mich auf Platz 1, aber dafür kriegst du 5 Cent jedes Mal, wenn da einer draufklickt, dann bist du mit ziemlicher Sicherheit auf Platz 1, das ist nämlich ziemlich viel. Oder du sagst, okay, mir egal, Hauptsache ich komme noch irgendwo in den vorgeschlagenen werbefinanzierten Vorschlägen vor und dafür muss ich dir nur 1 Cent pro Klick zahlen und bin halt auf Platz 4 oder irgendwie sowas, ne? Solche Möglichkeiten an Deals gibt es da. Oder halt die Alternative, ich gebe dir 10.000 Euro im Monat und dafür sitze ich grundsätzlich auf Platz 1 und es ist scheißegal, wie oft da jemand draufklickt oder nicht. Also das wäre auch potenziell zumindest vorstellbar. Gut. Ecosia läuft über Bing, also sprich, die haben nicht selber einen Suchalgorithmus, sondern die nutzen den von Microsoft Bing. Damit kriegt Bing natürlich auch wieder einen Anteil der Kohle. Das ist also so der Hauptkostenverursacher wahrscheinlich für die ganze Ecosia-Seite. Allerdings macht das Bing zum Teil auch einfach wegen guter Schwingungen, also sprich Microsoft macht das zum Teil auch wegen, ne, Image und wir sind gute Menschen und wir sind besser als Google. Ich glaube, Microsoft ist durchaus bereit, viel Geld dafür zu zahlen, um sagen zu können, dass es bessere Menschen sind als Google. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie da wirklich bereit wären, dafür ein bisschen Geld auszugeben. Aber das ist eine böse Unterstellung. Jedenfalls, wie gesagt, läuft über Bing, also der Suchalgorithmus ist Bing. Die Oberfläche, auf der das Ganze passiert, ist trotzdem eben Ecosia und deswegen die Werbeeinnahmen, das sagen sie auch ganz offen und transparent, wie viel sie da durchschnittlich kriegen und wie viel Prozent sie kriegen, wenn du zum Beispiel auf irgendeine Anzeige klickst und dann da auch noch was kaufst. Da kriegen sie nämlich noch Provision. Googlest du zum Beispiel Hüte und landest bei Tilly in Kanada und kaufst dir da einen Tilly T3, not sponsored. Nee, einfach nur ein blödes Beispiel. Also ich verdiene da jetzt wieder keinen Cent an dieser Aussage. Und dann kriegen sie da von mir aus 3%. Wäre jetzt ein bisschen viel. Wird wahrscheinlich irgendwo im Bereich von 0,5% irgendwie liegen oder was auch immer. Keine Ahnung. Es ist ja grundsätzlich so, wann immer man irgendwas kauft im Internet, hat man bestimmt vorher auf irgendwas geklickt, das einem irgendeinen kleinen Cookie in den Server gesetzt hat, der dazu führt, Quatsch, in den Server, in den Browser gesetzt hat, der dazu führt, dass irgendwer bei dem Einkauf, den man jetzt beim großen bösen A zum Beispiel tätigt, dafür irgendwie ein kleines bisschen Alimente kriegt. Man kann ja, das werden manche YouTuber weisen ja darauf hin, dass man doch bitte sie eventuell unterstützen kann, indem man mal ganz kurz auf irgendeinen Amazon-Link von ihnen klickt und da irgendeinem Video zu irgendeinem Produkt, scheißegal, wenn man irgendwas auf Amazon kaufen möchte und wenn es Haarshampoo ist und du auf einen Link von einem Benzinkocher geklickt hast, scheißegal, aber dann kriegen sie jedes Mal ein kleines bisschen Geld und für einen selber kostet der Artikel, den man kaufen möchte, nicht mehr und man unterstützt damit seinen Lieblings-Creator. Kann man so machen, mache ich nicht so, aber kann man so machen und das ist ja auch im Grunde nicht schlimm, denke ich, weiß ich nicht, vielleicht doch irgendwo, aber ich sehe jetzt zumindest mal nicht, wo das jetzt besonders schlimm wäre. Ja?
So, und so funktioniert es halt eben auch mit Ecosia. Nur unterstützt man da halt nicht seinen Lieblingscreator, sondern automatisch die Plattform Ecosia. Auf gut Deutsch, man pflanzt Bäume. So, denn was machen die mit ihrem Unternehmensgewinn am Ende vom Jahr? Beziehungsweise geht schon regelmäßig in irgendeiner Form entsprechend ab, der Gewinn. In soziale Projekte in dem Sinn, dass es halt alles Aufforstungsmaßnahmen sind. Es geht ihnen inzwischen wirklich darum, dass sie aktiv Bäume pflanzen. Ja? Darauf läuft es hinaus, deswegen auch dieser Baumcounter. Das ist natürlich ein statistischer Wert und nicht ganz so genau zu nehmen. Was haben sie denn für schöne Projekte? Ich habe mir zwei jetzt mal näher angeguckt. Zum einen haben sie ein Dedesertifikationsprojekt, also ein Desertifikationsaufforstungsprojekt. Die Wüste, die Sahara, breitet sich ja immer weiter aus. Und in Burkina Faso machen sie Folgendes. Sie brechen den verhärteten Boden auf, der sich dann verhärtet, wenn nämlich die Bäume ursprünglich mal weg sind. Und dann zieht immer wieder neuer Sand drüber. Und man kann das besonders schön in Australien beobachten. Das ist jetzt zwar nicht Burkina Faso, aber da kann man diesen Prozess, ein bisschen einen anderen Prozess, aber der ist anschaulicher, schön erklären. Und zwar kommt da hin und wieder etwas, nicht viel, aber etwas Nebel, ganz dünner Nebel, man sieht den kaum, vom Meer auf Australiens flache Landschaft geweht. So, das Blöde ist, in so einem Meernebel ist immer ein bisschen Salz drin. Minimal. Jetzt verdunstet das Wasser und zischt nach oben ab. Ist es ja ohnehin als Nebel. Aber das Salz fällt irgendwann aus. Und in Form von einem Salznebel deckt das dann quasi irgendwann die komplette Oberfläche von Australien. Also viele Bereiche von Australien haben einfach eine Salzkruste auf dem Boden aus dem Meer. Und erstens führt das dazu, dass die Böden damit total unfruchtbar werden, weil das Salz ist ja für Pflanzen jetzt auch nicht gerade besonders gut. Und zweitens führt das dazu, dass die Böden so verkrusten, dass man sie nur mit schwerem Gerät aufgebrochen bekommt, dass überhaupt nur dann Pflanzenwachstum möglich ist, weil da keiner mit seiner Wurzel reinkommt. Und so ähnlich, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt speziell in Burkina Faso auch Salz eine Rolle spielt, aber mit so ähnlichen Austrocknungs- und mit Hitze und so weiter und so fort Prozessen führt das dazu, dass halt eben die Böden, auf denen mal Wald stand, nachdem man den notgedrungen halt eben auch gerodet hat, weil man Holz gebraucht hat, so ausgetrocknet und ausgedörrt und verhärtet sind, dass man da nichts mehr anpflanzen kann. Die Arbeit, die sie also jetzt in Burkina Faso finanzieren, Ecosia, besteht darin, dass man mit dem Traktor den Boden erstmal aufbricht. Pflügen ist zu viel gesagt, grob aufbrechen reicht, also das soll nicht untergepflügt werden, sondern wirklich nur verwundet werden, damit er überhaupt eine Chance besteht, für Wurzeln da gut eindringen zu können und eben diese Brüche, diese Aufbruchstellen, da werden dann angepasste standortheimische afrikanische Baumarten eben entsprechend reingesetzt, die an die Sahelzone gewöhnt sind. Und jetzt hofft man, und das scheint auch schon ganz gut zu funktionieren, dass die sich dann halt eben da trotz geringer Niederschläge, weil gießen geht nicht, gießen kannst du ja nicht jeden Baum einzeln, also vielleicht kannst du ein bisschen vielleicht zum Anpflanzen mal, eventuell, weiß ich nicht, ob sie das machen, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das soll wohl ganz gut funktionieren, dass halt eben quasi die Ausdehnung der Sahara nicht nur gestoppt, sondern sogar wieder ein bisschen zurückgeschoben wird in diesem speziellen Gebiet. Das sind trotz der Summen, die bei Ecosia zusammenkommen und sie meinen, sie haben jetzt glaube ich 40 Millionen Bäume gepflanzt, irgendwie sowas, sind das immer nur Peanuts. Wir brauchen je nach Ökosystem etwa 1000 Bäumchen pro Hektar, so grober internationaler Durchschnitt, um da einigermaßen halbwegs einen Wald zu etablieren. Hängt natürlich immer sehr vom Ökosystem ab, aber es fallen ja auch wieder viele aus von diesen 1000 Bäumen. Und dann könnt ihr euch im Grunde ausrechnen, wie viele Hektar ihr mit 40 Millionen Bäumen dann bepflanzen könnt. Das kommt auch eine sehr hohe Zahl dabei raus, aber wenn man sich anguckt, wie viel Hektar Wald aufgeforstet werden müsste, gerade in den Regionen, wo der Wald viel verschwindet, dann leistet es einen messbaren Beitrag, spielt eine Rolle. Also die Arbeit von Ecosia ist wirklich, wirklich nicht egal. Es reicht aber auch hinten und vorne nicht. Ne? Und das ist einer der Kritikpunkte, die ich dann doch noch gefunden habe an diesem System, dass es etwas zu übergehypt wird. Ne? Dass der Nutzen von Ecosia etwas zu hoch angesetzt wird. Und das, laut einiger Kritiker, könnte dann dazu führen, dass jemand jetzt hingeht,
und googelt ab sofort, also sucht ab sofort nur noch mit Ecosia und meint, jetzt ist er der große Held, der die Welt rettet und das Klima rettet und die Wüste zurücktreibt und fliegt dafür dreimal im Jahr im Urlaub oder sowas. Weil so mächtig ist der Einfluss von mit Ecosia rumgoogeln jetzt nun auch wieder nicht. Aber er ist eher vorhanden und er ist messbar. Und, um jetzt mal mein Fazit vorwegzunehmen, warum denn nicht? Wieso war mit Google googeln, wenn man auch mit Ecosia rumgoogeln kann, dann verdient Google kein Geld und stattdessen werden Bäume gepflanzt. Wahrscheinlich wird dieses Video jetzt gesperrt, wenn ich das jetzt sage, oder? Kann das sein? Nee. Also Google lässt ja Kritik an sich selbst. Also YouTube lässt Kritik an sich selbst jedenfalls zu. Ich habe es noch nie mitbekommen, dass sie so weit gehen, dass sie ihre Videos rausschmeißen. Davon abgesehen können sie kein Deutsch. Die haben überhaupt keine deutschen Mitarbeiter. Nein. ich glaube, also bisher ist das zumindest noch nicht vorgekommen. So eine Zensur. Das wäre, glaube ich, auch ein ziemlicher Skandal. Andererseits, was soll man gegen Google machen? Die sind wie die Shinra Corporation, falls jemand die Shinra Corporation kennt. Ja, also ich sehe nicht, was schlecht an Ecosia wäre. Ich habe wirklich, deswegen habe ich auch so lange jetzt gebraucht, um dieses Video endlich mal zu machen. Ich habe wirklich lange rumgesucht, über ein Jahr geguckt, ja, gibt es da was, gibt es da nichts. Sie waren zuletzt in den Schlagzeilen mit dem Hambacher Forst. Da haben sie vorgeschlagen, dass sie den Hambacher Forst für 1 Million NRW, ne, zuletzt waren sie in den Schlagzeilen mit dem Hambacher Forst, den wollten sie nämlich für 1 Million Euro kaufen. Gut, das war ihnen, glaube ich, selber klar, dass das eher eine Marketingmaßnahme gewesen ist. An sich finde ich ein schönes Symbol, finde ich irgendwie witzig und einfach cool, aber ist klar, dass das Ding deutlich mehr wert ist als 1 Million. Ne? Und die haben das relativ witzfrei dann entsprechend zurückgewiesen, also humorlos, um nicht zu sagen, dieses Angebot, dass das doch eher ins Lächerliche geht. Andererseits, vielleicht wäre das gar nicht so blöd gewesen, ne? In Anbetracht dessen, was für ein Ärger das böse Energieunternehmen, das neutrale Energieunternehmen, dessen Namen ich jetzt gar nicht nennen möchte, mit dem Hambacher Forst hat, vielleicht hätten sie lieber die Million genommen. Okay, das ist natürlich wirklich ein Peanuts, verglichen mit dem, was da an Braunkohle unter dem Wald drunter liegt. Aber vielleicht hätten sie das lieber genommen und wären jetzt der große Held. Kann man sich streiten. Ich hätte es cool gefunden. Jedenfalls, damit hat Ecosia sehr auf sich aufmerksam gemacht. Und ich vermute, dass das daran liegt, dass sie irgendwann mal Anfang des Jahres, also 2018, gesagt haben, yay, wir haben 30 Millionen Bäume gepflanzt. Ich glaube, es waren 30 Millionen. Und jetzt vor kurzem verlautet haben, wir haben 40 Millionen Bäume gepflanzt. Und wenn man bedenkt, dass es dieses Ding vorher schon 10 Jahre lang gab, naja, nicht ganz, 9 Jahre, 8 Jahre, irgendwie sowas, dann ist dieser Zuwachs jetzt doch relativ astronomisch in so kurzer Zeit. Irgendwo sollen sie mal behauptet haben, sie würden gerne 1 Million Bäume oder waren es 40 Millionen Bäume? Nee, halt Quatsch, sie haben... Ja doch, sie haben jetzt 40 Millionen Bäume gepflanzt, richtig, und irgendwann sollen sie mal behauptet haben, dass sie bis 2020 eine Milliarde Bäume pflanzen wollen. Gut, ich bin weder Bibis Beauty Palace, noch bin ich der Gronkh. Mit letzterem könnte ich noch einigermaßen leben, mit ersterem nicht so. das heißt, meine Kanalreichweite wird jetzt auch nicht ausreichen, dass Ecosia jetzt plötzlich jeden Tag 1 Million Bäume pflanzen kann, was gefühlt ungefähr notwendig wäre, um noch auf 1 Milliarde zu kommen bis 2020. Aber Gott, was soll's. Tut ja niemandem weh, dass sie da ein bisschen hoch gestapelt haben. Und vielleicht kommen sie ja irgendwie ansatzweise in die Richtung. Also das Wachstum deren Einnahmen ist jedenfalls beeindruckend, was sie jetzt 2018 hingelegt haben. Nochmal, ich kann nichts Schlechtes finden an dieser Organisation. Ich war wahnsinnig skeptisch. Was mich so am meisten gestört hat, die Tatsache, dass sie einfach eine ganz normale GmbH sind. Aber es ist wohl so, dass das deswegen praktisch ist, weil man dann alle Mechanismen zur Gewinnmaximierung verwenden kann. Wäre man eine Non-Governmental Organization oder eine Non-Profit Organization, dann hat man viele Methoden,
mit denen man Geld ranholen kann, einfach nicht. So, da sie eine stinknormale GmbH sind, stehen ihnen sämtliche Möglichkeiten der freien Marktwirtschaft zur Verfügung. Naja. Und erfahrungsgemäß scheint es wohl doch so zu sein, in Anbetracht dessen, was die an Geld reinholen, dass das mehr Kohle bringt, als zum Beispiel der WWF zu sein. Weil der WWF darf keinen Gewinn erzielen, in dem Sinne, das ist kein wirtschaftliches Unternehmen, ne? Der braucht Spenden, der braucht freiwillig gegebene Gelder. Der darf nur im sehr geringen Umfang was verkaufen, so WWF-Ansteckerchen oder irgendwie was. Und ich weiß gar nicht, ob er die überhaupt verkaufen darf. Ich glaube, die kriegst du, wenn du hingehst und sagst, ich finde Natur gut, hier hast du einen Button. So meine ich gar nicht böse, das ist ja okay. Aber ja, so ungefähr läuft das ab. Und deswegen haben sie es unter anderem in ihren FAQ, also Frequently Asked Questions, haben sie drin, dass man ihnen, werden häufig gefragt, kann man euch auch was spenden? Nein, kann man nicht, weil wir sind ein stinknormales Wirtschaftsunternehmen und können keine Spenden entgegennehmen. Spenden kannst du eben nur gemeinnützigen Organisationen. Das sind sie zwar eigentlich schon, aber zumindest nicht rechtlich. Und das hat mich immer so stutzig gemacht, ne? Warum seid ihr nicht? Warum seid ihr kein NGO? Warum seid ihr eine verfluchte, stinknormale GmbH? Aber das ist es. Sie können halt im vollen Umfang, sie können Werbung als Einnahmequelle nutzen. Das kannst du nicht, wenn du ein NGO bist. Dann musst du quasi super gut sein und böse Mechanismen der Marktwirtschaft wie Werbung stehen dir dann quasi nicht zur Verfügung. So habe ich es mir jetzt endlich mal erklären lassen, weshalb die einfach wirklich eine stinknormale GmbH sind. Nichtsdestotrotz haben sie sich jetzt faktisch in ein Non-Profit-Unternehmen gewandelt, indem sie 99% der Anteile an eben ihrer Kapitalgesellschaft, deswegen habe ich das eben erklärt, was das eigentlich ist, in eine Stiftung in der Schweiz gepackt haben und Geld, das in der Schweiz ist, bleibt da, wie wir wissen. Nein. Und das funktioniert jetzt so, dass quasi diese Stiftung so funktioniert, dass die automatisch alles Geld, allen Gewinn bekommt, also 99% vom Gewinn faktisch, ne? Theoretisch auch 100%, aber mindestens 99% kriegt diese Stiftung und diese Stiftung ist dann verpflichtet, rechtlich sämtliches Geld, was sie kriegt, direkt wieder weiter zu verteilen auf eben die Projekte, die da weltweit aufforstungstechnisch gefördert werden sollen. Nochmal zu den Projekten. Ich habe mir nicht alle angeguckt, sie haben viele, aber sie haben einen Kollegen von mir, also sprich einen Forstwissenschaftler im weiteren Sinne, ob der jetzt wirklich Forstwissenschaft oder Forstwirtschaft studiert hat oder was auch immer, ist jedenfalls ein studierter Forstmann, so wie ich. Und der guckt sich genau an, das ist seine primäre Aufgabe, sich Projekte rauszusuchen, die vielversprechend sind nach aktuellem wissenschaftlichen Kenntnisstand und das macht er gut. Und da kann man dem Mann auch definitiv vertrauen, dass der da vernünftige Sachen raussucht. Das ist also, ich habe noch nichts gefunden, was da nicht sinnvoll wäre. Der Hintergrund ist dann nochmal so ein bisschen, warum pflanzen die keine Bäume in Deutschland? Man kann fürs gleiche Geld erheblich mehr Bäume pflanzen, wenn man sie wo pflanzt, wo halt die Arbeitskräfte saubillig sind. Und man muss dazu sagen, da macht es auch viel mehr Sinn, weil wir pflanzen in Deutschland selber Bäume. Da brauchst du nicht. Es macht keinen Sinn, in Deutschland hinzugehen und ein Bäumchen zu pflanzen. Also, das kann man schon machen. Wenn man sich dann gut fühlt, ist das schön. Aber jeder Waldbesitzer pflanzt selber Bäume. Jede Staatsforstverwaltung sorgt selber dafür, dass neue Bäume hochkommen. Damit verdienen ja die ganzen Forstverwaltungen ihr Geld. Also als Privatperson irgendwelche Projekte, die in Deutschland Bäume pflanzen, zu organisieren, damit hilfst du dem jeweiligen Waldbesitzer. Und ja, damit sind netto nicht mehr Bäume da, sondern der muss sie nicht bezahlen. Das ist der Unterschied. Er muss ja selber sowieso aufforsten. Wir haben eine Aufforstungspflicht in Deutschland. Jeder, der Wald besitzt, muss aufforsten. Ob er es selber macht oder ob man freiwillig hingeht und ihm dabei hilft, damit er Geld spart, ist in Deutschland einfach nicht so sinnvoll, wie irgendwo aufzuforsten, wo die Alternative in kein Wald besteht. Bei uns geht es nur darum, wer bezahlt den Wald. Irgendwo in Burkina Faso geht es einfach darum, entweder zahlst du da enorm viel Geld, damit die da Wald hinpflanzen, also enorm viel Geld für die landestypischen Verhältnisse, für uns als Deutsche immer noch saumäßig wenig Geld. Irgend so ein Bäumchen kostet da mit sämtlicher Logistik und Einpflanzen irgendwie irgendwas um die 25 bis 30 Cent. Da bist du in Deutschland mit allem Pipapo und allem, was dazugehört, bei etwa 2 Euro. Mindestens. Und das, ne, das macht Sinn. Und global gesehen,
Das ist so ein dieses große Argument, was eben auch Ecosia verwendet. Ist es grundsätzlich eigentlich sowohl Wurst, wo abgeholzt wird, es kommt uns alle irgendwann einholen, es ist aber Gott sei Dank auch mehr oder weniger genauso Wurst, wo aufgeholzt wird, also aufgeforstet. Da ist es sogar noch mal wichtiger, dass man da aufforstet, wo es halt sonst keiner tun würde, wenn es kein entsprechendes Aufforstungsprojekt gäbe. Und deswegen kann man sich mal die Karte angucken, wo man sehen kann, wo die denn alle tätig sind, diese diversen Projekte, die von Ecosia unterstützt werden. Und das sind ausnahmslos Länder in den, im Tropengürtel, sage ich jetzt mal, im erweiterten Tropengürtel, Tropen plus Subtropen. Und was ist da? Ja, grundsätzlich die Länder, die jetzt nicht so viel Kohle haben. Und was tun die nicht, wenn wir nicht mit entsprechend westlichem Geld hingehen, also westlichem bzw. europäischem Geld hingehen und das denen in den Hintern schief, vorsichtig ausgedrückt? Nein, es sind faire Arbeitsbedingungen, die kriegen dann ein faires, aber immer noch vergleichsweise ortsüblich niedriges Gehalt und damit lässt sich das einfach wahnsinnig produktiv umsetzen und ich finde keinen Haken. Ich finde ums Verrecken keinen Haken an Ecosia. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo da das Böse lauert in diesem Unternehmen. Der Gründer der Firma scheint, ist ein sympathischer Mensch, macht mir echt einen positiven Eindruck und sie setzen auch, stellen auch ihre ganzen Bilanzen öffentlich, kann sich jeder Depp, kann sich denen ihre Bilanzen angucken und sehen, ja, scheint irgendwie doch zu stimmen. Und dadurch, dass sie einfach alles öffentlich machen per se, ist da kein Raum für Spekulationen, dass sie nicht vielleicht doch böse sind, weil wo nichts versteckt wird, da ist halt dann auch nichts. Oder sie verstecken doch noch heimlich irgendwo was in der Hohlerde. Wahrscheinlich wird es das sein. Nee, aber ich finde nichts. Also nach wirklich langer Zeit, die ich mich damit auseinandergesetzt habe, kann ich nur eine Empfehlung aussprechen. Wer Bäume pflanzen möchte durch Googlen, der kann sich doch einfach seine standardmäßig verwendete Suchmaschine in jedem Browser, der standardmäßig verwendet wird, sei es jetzt der Internet Explorer, Firefox oder in meinem Fall Safari, weil ich ja ein böser Steve-Jünger bin, aber das macht wenig Aufwand, da den entsprechende Suchmaschine zu ändern. Und wenn man dann mal irgendwas unbedingt auf Google suchen möchte, weil man denkt, Google hat den besseren Suchalgorithmus, ob das so ist, ich habe keine Ahnung, dann kann man das ja zusätzlich auch noch tun. Aber rumsuchen mit Ecosia kostet nichts, tut nicht weh und pflanzt Bäume. Und man hat sogar noch eine persönliche Statistik, solange man nicht immer wieder die Cookies vom Browser löscht, hat man eine persönliche Statistik, wie viele Bäume man selber denn jetzt eigentlich durch seine Rumgooglerei schon gepflanzt hat. Also, wenn jemand Kritik an Ecosia kennt, die berechtigt ist und sagt, das ist doch scheiße, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare, weil ich mag es immer noch nicht glauben, dass es da wirklich keinen Haken zu geben scheint, aber es scheint wirklich keinen zu geben. So, dann sind wir da durch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und fröhliches Ecosirisieren. Wir brauchen dafür definitiv ein Verb. Macht's gut.